Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, liebe Freunde. Sea of Stars, das Spiel ist gerade erst frisch erschienen. Und wir werden jetzt richtig reingehen in das Game. Das ist eins der Spiele, worauf ich mich dieses Jahr am allermeisten gefreut habe und gewartet habe. So, ich hoffe, dass die Anzeigen so funktionieren. Und wir machen ein neues Spiel. So, Sea of Stars hat zwei Hauptcharaktere. Wähle aus, wer die Gruppe anführen soll. Dies kann später geändert werden und hat keinen Einfluss auf die Geschichte. Okay, Valere, ein Mönch, der zur Wintersonnenwende geboren wurde. Sie wandelt auf dem Pfad der Wächtergöttin Luana. Und dann haben wir noch Zale. Ein Klingentänzer, der zur Sommersonnenwende geboren wurde. Er wandelt auf dem Pfad des Wächtergottes Solen. Okay, wir nehmen... den hier. Großes Archiv. Willkommen in den großen Archiven, Abenteurer. Ich schätze, eure Neugier hat euch hergebracht. Zweifellos eine wichtige Eigenschaft. Ich bin der Archivar, ein Unsterblicher und ein Alchemist. Doch, das wisst ihr vielleicht schon. Nachdem ich Jahrtausende damit verbracht habe, die vielen Ereignisse in zahllosen Zeitleisten zu dokumentieren, kam ich hierher, um nachzudenken. Als ich über die Geschichten in diesen Büchern und Schriftrollen sinnierte, hatte ich jüngst eine Erleuchtung. Es scheint, dass ich in meiner Eile genau das übersah, was ich eigentlich finden wollte. Ich möchte daher eine besondere Geschichte aufgreifen, eine, die bezeugt werden muss. Und sollten die Nebel der Zeit eine leichte Änderung erlauben, denke ich, dass der einst dargebotene Hoffnungsstrahl aufleuchten könnte. Also, geht heute Nacht mit mir, auf dass wir gemeinsam eine Abenteuerlegende erkunden. Eine von Magie und List, von Freundschaft und Wunder, doch vor allem eine des Heldentums. Eine, die so, glaube ich, wertvolle Einblicke für die Suche nach einer Lösung für die Qualen des Fleschmenzers bietet. Nun fühle ich mich bei all diesen Zeitleisten und ihren subtilen Variationen ein wenig verloren. Doch ich weiß genau, welche der perfekte Ausgangspunkt ist. Mal sehen, was wir hier drin finden. Ah ja, unsere Geschichte beginnt in einer Welt, die der Fleshmancer vor Generationen aufsuchte. Dort verursachte er Chaos und hinterließ ein Mal, das immer noch wirkt. Irgendwo auf Evermist Island machen sich zwei tapfere Kinder der Sonnenwende auf den Weg, um einen unsterblichen Geist zu treffen. Um zu Kriegern der Sonnenwende werden zu können, müssen sie lernen, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen. Don't blame me, Dankeschön für 28 Monate. Gebirgsfahrt. Na bitte, wir haben den Gebirgsfahrt erreicht. So weit, so gut. Der Älteste des Nebels lebt hier also irgendwo, hm? Denkst du, das ist eine weitere Prüfung? Könnte sein, aber besser als in der Akademie rumzusitzen. Und zu nähen. Ha, ja. Bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Strengt euch an, denn der Wille, den ihr hier einwebt, wird eure einzige Verteidigung in Zeiten größter Not sein. Zwar mögen euch die Lektionen überflüssig erscheinen, doch etwas tief in eurem Inneren ist zu lernen gewillt.
Hey, die Sonne wird bald untergehen. Wir sollten langsam ein Lager errichten. Teilen wir uns auf und suchen nach einem guten Platz. Zeit, sich mal umzusehen. Nichts wird mich aufhalten. Burgavis hatte recht. Gegen die kämpft es sich schon leichter. Mal sehen, wohin das führt. Da muss ich wieder fighten. Autsch, zäher Typ, was? Versuchen wir das. Hey, was gefunden? Nur eine Sackgasse und du? Nichts Nennenswertes, aber der Weg hier hinauf führt bestimmt hier durch. Die Sonne geht unter. Komm rüber, ich mache ein Feuer. Komm sofort. Hab schon Hunger auf Tomaten-Sandwiches. Okay, das Tutorial habe ich dann, glaube ich, auch gleich durch. Okay, hier ist nix. Die Musik vom Spiel ist jetzt schon unfassbar geil. Ha! Nicht so lustig wie dein Gesicht, als du zum ersten Mal einen Sonnenball zerschmettern wolltest. Oh, ich höre den Direktor immer noch lachen. Wie gesagt, egal ob ihr im Unterricht aufmerksam seid oder leichtsinnig Geschosse mit offener Handfläche schlagt, ihr werdet die erste Regel der Sonnenmagie erlernen. Na gut, du hast gelernt. Oh ja, hier hat ein Versuch gereicht. Vermisst du die Zeit manchmal vor der Ausbildung? Einfach nur Kind sein, Tagträumen, in Schwierigkeiten geraten. Und Fehler machen. Tut mir leid, Valeria, ich wollte nicht. Schon gut, ich verstehe, wieso er nicht mit uns kommen wollte, nach allem, was passiert ist. Nur, er hätte sich verabschieden können, weißt du? Nach 10 Jahren ohne ihn, nur um zu wissen, dass es ihm gut geht und ob wir immer noch Freunde sind. Wieso mussten wir überhaupt so vorschnell sein? Ach, egal. Moin GameTuber. Vor 10 Jahren im Dorf Moon Cradle. Meine Waffe muss jedenfalls ordentlich reinhauen. Ich werde eine schnelle Waffe wählen.
Niemand wird uns aufhalten können. Denkt an all die Wunder, die wir finden werden, nachdem wir Evermistle Island verlassen haben. Ich möchte den Schläfer sehen. Was ist das? Habt ihr noch nie vom Schläfer gehört? In der Legende ist er eine Schlange, die seit einer Zeit, die noch nicht einmal von fahrenden Historikern dokumentiert wurde, um einen Berg gewunden schläft. Gibt's nicht. Allerdings, und er ist wahnsinnig gefährlich. Aber keine Sorge, er wird nicht erwachen. Wieso nicht? Offenbar hat der Berg Löcher. Der Wind, der sie durchströmt, erzeugt eine Melodie, die ihn schlafen lässt. Wow. Das würde ich auch gerne sehen. Die Glocke. Erlina und Burgave sind zurück. Schnell, vielleicht können wir sie abfangen, ehe sie die Akademie betreten. Was ist hier? Hallo, Jünglinge. Spielt ihr wieder in dieser kleinen Höhle da unten? Diese Feldfrüchte sind unsere Hauptnahrungsquelle. Es ist harte Arbeit, aber wenn wir täglich zusammen essen, erinnere ich mich immer wieder, dass es die Mühe wert ist. Ich hoffe, ihr steckt nicht wieder in Schwierigkeiten. Moin, Schuwi. Und Feuerfaust, hi. Hey, wartet. Alter, es gibt sogar so richtig so Anime-mäßig. Das war aber auch nur sehr kurz. Da seid ihr ja. Spielt ihr wieder in eurem geheimen Versteck? Wir haben trainiert. Ich denke, ich kann jetzt Magie verwenden. Wirklich? Dann lass mal sehen. Boah! Komm näher, Zale. Öffne deine Hand und konzentrier dich. Was ist mit dir, Valera? Hast du auch trainiert? Jeden Tag. Ich wette, ich bin mittlerweile stärker als du. Da bin ich sicher. Komm schon her. Wow, immer langsam. Wenn ich umkippe, kann ich dem Direktor nichts berichten. Das war der Hammer, Zale. Du hast es geschafft. Krieger der Sonnenwende. Wenn ihr eure Pflichten als Babysitter erledigt habt, würde ich gerne euren Bericht hören. Sofort, Direktor. Können wir mitkommen? Ihr wollt nicht wirklich in die Zenith-Akademie. Das könnt ihr mir glauben. Gehen wir, Burgavis. Das ist ja nicht mal ein Koop. Hey, der Vollmond steht am Himmel. Er hat recht. Wollt ihr wieder zur verbotenen Höhle gehen? Haben wir schon versucht. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, aber letztens haben wir doch beschlossen, dass die Rune durch den Vollmond vielleicht feinfühliger wird. Es wird sicher funktionieren. Moraine wird beeindruckt sein und euch beide sofort in die Ausbildung nehmen. Und dann dürfen wir diese Insel endlich verlassen. Was, wenn er sauer wird und unsere Ausbildung stattdessen aufschiebt? Nein, sicher nicht. Nun, das besprechen wir, nachdem ich sie geöffnet habe. Wenn ich sie öffne, meine ich. Also gut, los geht's.
Geschafft. Zeit für eine Snackpause. Was? Ich bin nicht hungrig. Ja, wir sind erst vor ein paar Minuten weg. Hört mal, ohne Snack auf der Reise ist doch kein echtes Abenteuer. Außerdem habe ich etwas Besonderes dabei. Hier. Moin, Black Monty. Wow, das ist echt gut. Ja, absolut. Freut mich, dass ihr es mögt. Es ist die Marmelade. Ich habe Harz von der Himmelsweide verwendet. Dafür bekommst du Schwierigkeiten. Nur wenn ihr es verratet. Fracker, moin. Und The Blizzard Game, moin. Also gut, wie funktioniert das? So wie Elina es mir gezeigt hat, die Hand öffnen und konzentrieren. Du schaffst das, Valere. Ich wusste es. Es funktioniert. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Und was jetzt? Der Direktor muss das Läuten der Glocke gehört haben. Sollen wir warten, bis er auftaucht? Gehen wir einfach rein. Das ist doch unser erstes Abenteuer. Ja, dann sieht der Direktor, dass wir keine Angst haben. Aufregend, los gehen wir. Dort drüben sind Monster, versteckt euch. Ich dachte, Evermist Island wäre sicher. Ich schätze, das gilt nur für Mooncradle. Gehen wir lieber. Die sehen gefährlich aus. Ja, gute Idee. Achtung, da ist noch eines. Nicht gut, wir sind umzingelt. Vielleicht solltet ihr eure Kräfte einsetzen. Dazu sind wir nicht bereit. Ich weiß nicht. Versucht es. Okay, ich konzentriere mich. Achtung, es bereitet irgendetwas vor. Komm schon, komm schon. Seht, Achtung. Wurde einfach vom Horn erstochen. Nein, Gal. Mein Auge. Es tut so weh. Ich sehe nichts. Es gibt kein Entkommen. Es will wieder angreifen. Jetzt kriegen die einen Einlauf. Ihr wart das also. So einfallsreich wie leichtsinnig, wie ich sehe. Direktor, Gal braucht Hilfe. Es fühlt sich besser an. Wie alle gewöhnlichen Kinder von Mooncradle sollte sich Gal nicht mit den Angelegenheiten der Krieger der Sonnenwende befassen müssen. Es tut mir leid, Direktor. Das war meine Idee. Hey. Sei froh, dass dich diese Lektion bloß ein Auge gekostet hat, junger Freund. Was euch beide betrifft, so will ich eurer Bitte nach Ausbildung gerne nachkommen. Folgt mir. Er hat einfach sein Auge verloren. Er sagt, sei froh, dass du nur dein Auge verloren hast. Wie asozial. Kümmert euch um den Verwundeten und tröstet das arme Kind. Er beschwert sich zwar nicht, aber bitte schickt nach mir, falls die Schmerzen zurückkehren. Verstanden, Direktor. Ihr werdet euren Freund für lange Zeit nicht sehen, falls ihr ihm noch etwas sagen möchtet. Tut es jetzt. Ich? Kann er nicht mit uns kommen? Wie lange ist lange? Eine Woche? Ah, die jugendliche Ungeduld. Die Ausbildung von Kriegern der Sonnenwende dauert Jahre. Jahre? Gibt es nicht.
Aber deine Freunde müssen noch viel lernen. Ich schlage vor, du nutzt die Zeit, um über die heutigen Geschehnisse nachzudenken. Mit etwas Glück kommst du vom Gedanken ab, eine Bürde tragen zu müssen, die deine ist. Leute, vergesst mich nicht. Niemals. Wir werden hart trainieren, dann geht es vielleicht schneller vorbei. Moin Leo. Willkommen in der Zenith Academy. An diesem Ort des uralten Wissens werdet ihr alles erlernen, was wahre Krieger der Sonnenwende ausmacht. Wir haben schon so lange darauf gewartet. Wann beginnen wir? Morgen steht, denke ich, eine ordentliche Einführung an. Seht euch nun vor. Junge, wie viele Aufzüge hat denn der da in seiner Akademie? Willkommen im Klassenzimmer im Himmel. Wow, es ist wunderschön. Ich fühle eine seltsame Aura, genau wie damals, als ich die verbotene Höhle öffnete. Gut, dass dir das auffällt. Die Nähe zu den Sternen hilft neuen Rekruten dabei, sich mit ihrer inneren Magie vertraut zu machen. Es ist vielversprechend, dass du sie schon früher fühlen konntest, Zale. Ging es gleich, wie Elina mir erzählte. Ach, das war doch nur ein schwaches Gefühl. Sie haben keine Ahnung, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Vielleicht ist es besser so. Nun, in den vielen Jahren, die ihr an der Zenith Akademie verbringen werdet, lernt ihr alles über die Pflichten der Krieger der Sonnenwende. Von der Magie, die euch das Schicksal gab und dem Bösen, das sie läutern soll. Wir lernen auch, wie man kämpft, oder? Natürlich. Ihr werdet eure Tage mit Trainieren und Studieren, aber hauptsächlich mit Nähen verbringen. Nähen? Das klingt langweilig. Oh, ich versichere euch, das ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Pflichtaufgabe. Alle, die unserem Orden beitreten, beginnen damit, ihren Willen in ein verzaubertes Stück Stoff einzuweben. Die Grundlage eines Kriegers der Sonnenwende. Es handelt sich dabei um ihren wertvollsten Besitz. Er garantiert an den dunkelsten Orten Licht und bietet Schutz vor den Schergen des Flashmancers. Doch erst müsst ihr von euren Pflichten lernen und trainieren, bis eure Muskeln brennen. Wenn euer Körper und euer Verstand reif sind, werdet ihr ein magisches Stück Stoff erschaffen, das selbst der Sterne würdig ist. Anschließend werdet ihr jenseits der verbotenen Höhle den Ältesten des Nebels treffen, da nur er allein euch den Titel eines Kriegers der Sonnenwende verleihen kann. Nen. Ich verstehe, dass ihr euch anderes erhofft habt, doch fürs Erste ist dies eure Aufgabe. Jahrelang Nen? Das wäre für heute alles. Ihr werdet viel Zeit in diesen Hallen verbringen, also richtet euch hier gut ein. Links von euch befindet sich der Übungsraum. Dorthin begebt ihr euch morgens zuerst. Gleich dort oben befinden sich meine Gemächer. Natürlich ist euch der Zutritt verboten. Und rechts von euch seht ihr die Schlafsäle. Sucht euch Betten aus, die mit eurer inneren Magie im Einklang stehen. Ihr könnt euch gerne umsehen und schlafen gehen, sobald ihr soweit seid. Gute Nacht. Elxon, moin.
Oh, da seid ihr ja. Moraine findet also endlich, dass ihr bereit seid. Ich weiß noch, wie Elina und Burgavis in eurem Alter waren. Sie liefen ständig rum. Uff, ich fühle mich alt. Grundlagen des Nähens. Sie haben gar keinen Bock. Ich denke, dieses Bett ist für mich. Suchen wir deines. Ich denke, dieses Bett ist für mich. Suchen wir deines. Ja, meins ist bestimmt auf der anderen Seite dann, ne? Oh ja. Schlafen gehen, ja. Am nächsten Morgen im Übungsraum. Guten Morgen, Leute. Burgavis! Du wirst uns also lehren? Schön wär's. Elina und ich brechen morgen auf, doch der Direktor gab uns netterweise die Gelegenheit, euch den ersten Tag zu versüßen. Seid ihr bereit fürs Training? Allerdings. Das höre ich gern. Ich schätze, diese hier sind für euch beide gerade richtig. Zael hat Übungsschwert erhalten. Valera hat Übungsstab erhalten. Also gut, an die Arbeit. Du schaffst das, Valera. Gib jetzt bloß nicht auf. Niemals. Komm schon, Zael. Halt dich ran. Ich kann das. Wir müssen zum Training einfach Leitern hoch und runter klettern. 99,100. Das war's für heute. Gut gemacht. Puh. Das war heftig. Macht ruhig mal eine Pause. Elina erwartet euch auf der Terrasse, sobald ihr bereit seid. Okay, da darf ich nicht hin. Auf der Terrasse erwartet die uns. Da. Oh, da seid ihr ja bereit, ein wenig Magie zu lernen. Ihr solltet eine Art Gefühl spüren können, das sich fernab eures Körpers befindet. Konzentriert euch auf das Gefühl und versucht es zu erreichen. Ich glaube, es funktioniert. Hey, du hast mich erschreckt. Ich hatte es beinahe. Jetzt ist meine auch weg. Schon okay. Atmet langsam. Setzt es erst frei, wenn ihr es unmittelbar vor euch spürt. Wenn ihr den Zeitpunkt erwischt, zeigt es sich auf 3. 1, 2, 3. Ich glaube, ich hab's gefühlt. Es kitzelt. Ganz genau, das war bereits der schwierigste Teil. Ich bin sicher, eure Ausbildung wird gut laufen. Aber eine Sache noch. Egal, was der Direktor euch beibringt, denkt dran, es ist euer Leben. Und Elina? Nachdem du mit der Einführung unserer neuen Rekruten in die Grundlagen der Magie fertig bist, möchte ich euch eure nächste Mission erklären. Ihr beide solltet inzwischen mal mit der Nähausrüstung euch vertraut machen. Geht jetzt. Und ein magisches Stück Stoff erschaffen, das selbst der Sterne würdig ist. Klingt anstrengend. Ja, keine Ahnung, was ich da nähen soll. Der Direktor meinte immer, wir würden es beim ersten Mal sowieso nicht hinbekommen. Tja, mir ist langweilig.
Ich gehe erstmal schlafen. Nee, geht leider nicht. Schade. Speichern. Das ist eine gute Idee. Nur ein paar alte Bücher. Das sagst du immer wieder. Aber der Flashmancer hat unsere Welt für immer verlassen, als der Eremit der Zwietracht zerstört wurde. Wieso können sie also kein normales Leben führen? Du weißt, dass wir auch den auf der Gespensterinsel vernichten. Du weißt, dass wir auch den auf der Gespensterinsel vernichten können. Wir brauchen sie nicht. Geduld, Elina. Niemand weiß, welche Bedrohung die Zukunft bereithält. Zael und Valere wurden vom großen Adler nach Mooncradle gebracht. Der Direktor hat solche Dinge nicht zu hinterfragen. Du ebenso wenig. Aber wann ist es genug? Was ist mit Moyara? Was ist mit den Zwillingen? Burgavis! Beurteile kein Opfer, das du nicht im geringsten verstehen kannst. Dieses Gespräch ist beendet. Sie werden hier studieren, während ihr eure Suche fortsetzt. Bei der ersten Sonnenfinsternis nach Abschluss ihrer Ausbildung werden sie mit uns die Läuterung durchführen. Findet bis dahin so viel wie möglich heraus. Aber gehen wir einfach, Burgavis. Und so trainierten und nähten sie tagelang, monatelang. Schneller! Konzentrieren und freisetzen! Und je länger ein Eremit sich selbst überlassen ist, desto stärker wird er. Deshalb sind Patrouillen so wichtig. Wenn man einen von ihnen zu lange wachsen lässt, bekommt man es mit einem Weltenfresser zu tun. Gegen einen solchen Feind wäre selbst eine Legion von Kriegern der Sonnenwende machtlos. Nachdem ein Aufschub die Chance für das Entstehen eines Weltenfressers begünstigt, haben Läuterungen jeweils die stärksten Eremiten zum Ziel. Direktor, wenn Eremiten gegen unsere Magie immun sind, wie können wir sie dann bekämpfen? Deshalb werden Läuterungen stets während einer totalen Sonnenfinsternis durchgeführt. Nur in diesen Momenten offenbaren sich die Schwächen der Eremiten. Wie viele Eremiten gibt es noch? Nur einen, der als Eremit des Kummers bekannt ist, aber sicher wissen wir es nicht. Der Flashmancer könnte durchaus weitere Saaten des Bösen gesät haben, ehe er unsere Welt verließ. Wir müssen also stets wachsam sein. Direktor? Ja, Zael. Was geschah mit dem Eremiten der Zwietracht? Und wer ist Moyara? Das wäre für heute alles. Einige Wochen später, als in der Nacht ein Geräusch ertönt. Zael, wach auf! Valere, was ist denn? Ich glaube, ich habe am Eingang eine Stimme gehört. Wie spät ist es? Es ist doch egal, los, sehen wir uns das an. Na gut. Hey, sieh mal. Oh, riecht gut. Das ist eine Botschaft. Liebe Zael und Valere, wenn ihr das lest, haben sie mich vermutlich erwischt. Das hier ist nur eine Art Versicherung. Ich hoffe, euch bald sehen zu können. Ich habe Kekse mit Himmelsweidenmarmelade für euch gemacht. Och, lies weiter.
Ich tue alles, was ich kann, um bei eurem Abschluss bereit zu sein. In der Zwischenzeit viel Erfolg bei der Ausbildung. Ups, jetzt ist die Plattform fast oben und ich sehe, dass Moraine mich erwartet. Er sieht sehr wütend aus. Ich versuche, das Glas zu deponieren, ohne dass er es merkt. Vermutlich kann ich keinen weiteren Besuchsversuch wagen, aber ich denke jeden Tag an euch und kann es kaum erwarten. Hoffentlich mögt ihr die Kekse. Euer Freund bis in alle Ewigkeiten, Gal. Gal ist der Beste. Steigen wir zur Scheibe hoch und essen die Kekse dort. Keksdose erhalten. Diese Kekse sind der Hammer. Ich glaub's einfach nicht, dass Gal hier war. Ich vermisse ihn so sehr. Immerhin scheint es ihm gut zu gehen, nachdem was in der verbotenen Höhle passiert ist. Wahrscheinlich konnte er schon am Tag darauf wieder lächeln. Da hast du vermutlich recht. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn wir so weitermachen, werden wir nie etwas nähen, das für den Ältesten des Nebels gut genug ist. Es wird passieren. Wir müssen nur hart weiter trainieren. Und so trainierten und nähten sie jahrelang. Und dann trainierten und nähten sie noch etwas mehr. Bis eines Tages... Sel, das ist es! Ich kann es auch fühlen, warte mal! Alles klar, ich hab's auch. Los, gehen wir zum Direktor. Direktor, ich denke, wir sind bereit. Aber ja. Das magische Prickeln in der Luft nimmt schon seit einigen Wochen stetig zu. Glückwunsch! Von nun an wird kein weiteres Nähen nötig sein. Das ist schon mal gut. Bald ist es Zeit für euch, die Reise zum Ältesten des Nebels anzutreten. Bevor es allerdings dazu kommt, wartet noch eine Aufgabe in der Zenith Academy. Oh, unsere Besucher sind eingetroffen. Perfektes Timing. Oh, wie stark ihr beide geworden seid. Hey, schön euch zu sehen. Elina und Burgavis werden mit euch nochmal die Grundlagen des Kämpfens durchgehen. Meldet euch bei ihnen, dann kann eure letzte Prüfung beginnen. Willst du dir die Kampfgrundlagen erneut ansehen? Kein Bedarf. Du musst Treffer und Blocks richtig timen. Möchtest du die Grundlagen wirklich nicht erneut ansehen? Okay, gut. Moin, Rick. Beginnen wir. Greife mich in einer beliebigen Reihenfolge an. Bei all deinen Gruppenmitgliedern, die Abklingzeit aktiv, wird die Runde zurückgesetzt. Danach sind alle erneut verfügbar. Gut. Konzentration ist beim Vollführen von Angriffen oder Skills essentiell. Mit dem richtigen Timing erhöht sich der verursachte Schaden. Dazu landest du mitunter zusätzliche Treffer. Legen wir los. Drücke zum Zeitpunkt des Treffers A, um den Schaden zu erhöhen. Das war zu früh. Konzentrier dich und drücke in dem Moment des Treffers. Gut, probieren wir das nochmal. Digga, das ist ja total interaktiv, das Kampfsystem. Autsch, ja, das ist die Quintessenz. Der Großteil deiner Angriffe und Zauber wird durch perfektes Timing verstärkt. Manchmal landest du auch Zusatztreffer, bis du dein Ziel verfehlst.
Betrachte Timing-Treffer eher als willkommene Ergänzung, nicht als etwas, das dir die ganze Zeit über perfekt gelingen sollte. Mach dir darum also keine allzu großen Sorgen. Versuch es weiter, um mit der Zeit ein Gefühl zu bekommen. Okay, kommen wir jetzt zum Timing deiner Blocks. Holen wir den kleinen Kerl herein. Um effizient zu kämpfen, musst du aufmerksam auf Bewegungen in deinem Umfeld achten. Mit dem richtigen Timing kannst du Schaden von feindlichen Angriffen oder Zaubern mit Blocks abwehren. Mach dich bereit. Drück zum Zeitpunkt des Treffers A, um den Schaden zu reduzieren. Das war zu früh. Konzentrier dich. Ja. Das war zu spät. Zu früh. Das kann manchmal schwierig sein. Ich werde dir helfen. Jetzt. Gut, probieren wir das nochmal. Junge. So macht man das. Bleib stets aufmerksam. Manche Muster sind schwerer zu interpretieren als andere und es braucht möglicherweise mehrere Blocks. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Niemand erwartet, dass du alle Angriffe blocken kannst. Es geht nicht darum, ständig perfekt zu blocken, sondern ein Gespür dafür zu entwickeln. Betrachte Timing-Blocks eher als willkommene Ergänzung, wenn sie dir gelingen. Das Wichtigste ist es, deine Feinde zu beobachten und es zu versuchen. Oh, eine Sache noch. Wenn ein Gruppenmitglied im Kampf ausgenockt wird, musst du eine defensivere Herangehensweise wählen. Ausgenockte Verbündete stehen von selbst mit 50% Leben auf, sobald alle K.O.-Sterne verschwunden sind. Ah, am Ende jeder Runde wird ein K.O.-Stern entfernt. Je öfter du im selben Kampf zu Boden gehst, desto mehr K.O.-Sterne gibt es. Sei also vorsichtig. Wenn alle Gruppenmitglieder ausgenockt werden, ist das Spiel vorbei. Kämpfe und überlebe, bis Valere zurückkehrt. Noppen zu. Oder Noppen zu. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Und da haben wir es. Das war gute Arbeit. Ich bin sicher, die Prüfung wird ein Klacks. Bengelblase, moin. Meldet euch bei ihnen, dann kann eure letzte Prüfung beginnen. Ah, okay, ich muss jetzt bei ihr. Wenn Feinde Zauber vorbereiten, musst du alles daran setzen, diese zu verhindern. Wenn du auf deine Sinne vertraust, kannst du jene Schadensart nutzen, die ihre Konzentrationsphase unterbrechen. Einfachere Zauber können mit normalen Angriffen verhindert werden. Valere kann stumpfen, Sail Schlitzschaden verursachen. Versuch jetzt, diesen hier zu brechen. Genau so. Einige Zauber müssen mit Magieschaden durchbrochen werden. Du kannst diese Geschosse kontrollieren. Probier es also aus. Sail übernimmt Sonne, Valere Mond. Gut gemacht. Nun spürst du, dass deine MP niedrig sind, richtig? Um die Intensität im Gefecht beizubehalten, musst du unbedingt MP regenerieren. Stocken wir sie ein wenig auf. Attackier mich jetzt mit einem normalen Angriff. Hast du das gespürt? Durch den Angriff hast du da ein wenig MP zurückbekommen. Im Kampf ist Aufmerksamkeit der Schlüssel zum Sieg. Du musst deine Zauber immer mit normalen Angriffen kombinieren, damit dir nicht im falschen Moment die MP ausgehen und du in der Klemme steckst.
Im Gegensatz dazu solltest du nicht zögern, Zauber zu wirken, wenn du viel MP hast, da ein normaler Angriff bei vollem Balken vergeudete Regeneration wäre. Das Wichtigste ist es zu experimentieren, die Aktionen zu variieren und für jeden Kampf den richtigen Rhythmus zu finden. Eine Sache noch. Alle Kampfaktionen, vor allem das Knacken von Schlössern, generieren Kombo-Energie. Wenn du genug davon hast, kannst du mit Kombo-Punkten mächtige Aktionen vollführen. Kombos kosten keine MP und gehen nach einem Kampf verloren. Zögere also nicht, sie einzusetzen. Moraine meinte, du hättest einen ersten Kombo-Angriff erdacht. Zeig ihn mir. Ja, ihr seid wirklich stark. Haltet bei den Abenteuern die Augen offen. Du wirst unterwegs Schriftrollen finden, mit denen du weitere Kombos lernen kannst. Viel Glück bei der Prüfung. Du wirst dich sicher gut schlagen. Moraine wartet mit der letzten Prüfung. Ihr werdet sie bestimmt bestehen. Ihr seid also bereit für die letzte Prüfung? Wir sind bereit. Dann lasst uns beginnen. Der große Tag ist gekommen. Im Laufe der Jahre hat euch die Zenith Akademie in vielerlei Hinsicht geprüft. Nun werde ich euch ein letztes Mal prüfen. Habt ihr euren Eid vorbereitet? Ja, Direktor. Dann sprecht ihn nun. Du zuerst, Zale. Okay. Ich gelobe, mit flinker Hand die Welt zu läutern, um meine Gefährten zu schützen, wenn ich die Welt als Klingentänzer beschreite. Ich wähle die gekrümmte Klinge, da sie Tempo und Reflexe begünstigt. Willkommen, Klingentänzer. Komm schon, Valere. Ich bin fertig, du bist dran. Ich gelobe, mit starker Hand Hoffnung zu beflügeln und Böses zu tilgen, wenn ich die Welt als Kampfmönchin beschreite. Ich wähle den Stab, da er selbst die härtesten Schläge erdulden wird. Willkommen, Kampfmönchin. Heute müsst ihr eure in der Zenith Akademie erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die letzte Herausforderung erwartet euch unten. Tretet bitte beiseite. Oh, ich es vergesse. Hier habt ihr etwas, womit ihr bei Gesundheit bleibt. 3 Tomaten-Sandwich erhalten. Nun, da ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt und mit euren Taten ein Ziel verfolgt, geht den letzten Schritt und kehrt als neue Rekruten unseres Ordens zurück. Ich bin bereit, Zale. Tun wir es einfach. Kunstvoller Stein gefunden. Ey, das Spiel ist voll cool, ja? Nichts gegen das Game, Schatz. Alleine die Musik ist schon saugut gemacht. Kunstvoller Stein. Oh. Thank you.
Nein, zu früh. Ah, hier. Okay, jetzt hat er sich aktiviert. Sie waren noch nicht mal auf der anderen Seite der verbotenen Höhle. Wie sollen Sie das alles verstehen? Denkst du nicht, wir sollten wenigstens versuchen, es ihnen zu erklären? Du hast gesehen, wie stark sie sind. Wyatt wird für sie einen Spaziergang. Dann verabschieden wir sie also. Fluffy, moin! Prüfungsmodus aktiviert. Macht euch bereit. Zugewiesene Schwäche physisch. Ah. Zugewiesene Schwäche Mond. Energiestoß. Is it going? Und wir sind ein Level up. Wir werden erstmal die MP erhöhen. Was ist das für ein Spiel? Sea of Stars. Glückwunsch, ihr wurdet gut ausgebildet. Kehrt nun zu eurem Direktor zurück. Glückwunsch, Sail und Valere. Ihr habt alles gelernt, was die Zenith Akademie euch lehren konnte. Und auch in Rekordzeit. Nun müsst ihr eure ultimative Kraft erlernen, die Fähigkeit, Magie zu nutzen, ohne sie einzusetzen. Doch dieses Wissen wird euch der Älteste des Nebels preisgeben. Kommt, die Dorfbewohner haben sich versammelt, um euch zu verabschieden. An besonderen Tagen wie diesen werden die Bürger von Mooncradle daran erinnert, wie wichtig ihre Pflicht ist. Wo ist Gal? Ich sehe ihn nicht.
Vor vielen Jahren brachte uns der große Adler Sail und Valere. Und obendrein an zwei Sonnenwänden hintereinander. Das kommt nur äußerst selten vor. Oh, ich erinnere mich. Oma freute sich so, vor ihrem Tod noch zwei weitere getroffen zu haben. Ich vermisse Oma. Ihr alle habt euch gemeinsam um sie gekümmert und sie beschützt, so wie es eure Vorfahren schon für viele Kinder der Sonnenwende davor getan haben. Sail und Valere, tretet vor, damit die guten Leute von Mooncradle jetzt jene betrachten können, die bald in den Rang von Kriegern der Sonnenwende aufsteigen werden. Diese zur Schaustellung ist lächerlich. Ach, lass den Dorfbewohnern ihre Freude, es bedeutet ihnen was. Du findest das also auf einmal okay? Du weißt, dass das nicht so okay so ist. Jubelt nun mit mir, wenn wir diese jungen Helden durch die verbotene Höhle zum ältesten Nebels zum ältesten des Nebels entsenden. Zum Tor. Was sollen wir tun? Wir wollen vor dem Abschied Gal sehen. Ich schätze, wir müssen wohl mitspielen. Drück die Daumen, dass wir nach dem Treffen mit diesem Ältesten zurückkommen können. Daumen und Zehen. Sail, Valere, ihr müsst diese Reise nun alleine bestreiten. Wir werden nicht scheitern, Direktor. Geht nun durch die verbotene Höhle und auf den Gebirgspfad. Bittet beim Ältesten des Nebels um Audienz. Lernt, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen. Und beschreitet die Welt fortan als wahre Krieger der Sonnenwende. Möge euch Luanas Macht schützen. Möge euch Sohn ins Licht führen. Hier, damit solltet ihr eine Weile auskommen. Wenn euch euer Abenteuer ein wenig zäh vorkommt, könnt ihr euch die hier ansehen. Du hast gerade deine ersten beiden Relikte erhalten. Suche sie im Reliktabschnitt des Spielmenüs via Y und passe sie nach deinen Vorstellungen an. Egal, ob du eine einfachere Herausforderung möchtest oder dich selbst ans Limit bringen willst, Relikte bieten viele Optionen und du findest bestimmt noch mehr. Denkt daran, euch nach Händlern umzusehen, wenn ihr in gefundenen Wertgegenstände verkauft. Könnt ihr Nahrung und Ausrüstung kaufen. Egal wohin euch eure Abenteuer führen mag, denkt stets an euren ersten Auftrag. Wenn der Älteste des Nebels euch in die Welt entsendet, müsst ihr rechtzeitig zur nächsten Sonnenfinsternis zur Gespensterinsel übersetzen. Und trainiert weiter, denn uns erwartet eine düstere Läuterung. Kaum zu glauben, dass er sich schon gegen einen Eremiten kämpfen lässt. So ist Moraine eben. Wir waren beim ersten Mal auch nicht älter. Ja, aber wir finden einen Weg. Gute Reise, auf dass ihr diese Welt zu läutern vermögt. Ey, da oben ist eine Kiste, die will ich mitnehmen. Das sind mehrere Kisten. Gott. Darf hier nicht zurück? Es gibt kein Zurück, okay. Okay, ich will ohne diese Relikte spielen. Die machen mir das viel zu einfach sonst. Jetzt fühlt es sich besser an. Diesmal schaffen wir es. Mist. Nur einmal getroffen.
Boah, jetzt brauche ich aber gut XP für ein Level Up, ne? Oh. Ah, okay, alles klar. Abenteuerweste gefunden. Ziehen wir natürlich mit ihm erstmal direkt an. Perfekt. Oh, da haben wir einen Hebel. Den legen wir erstmal um. Okay. Verbotener, ja, okay, den Schlüssel haben wir. Das heißt, jetzt muss ich wahrscheinlich diesen Hebel wieder zurück umlegen. Ja. Zack, und jetzt kann ich das Dings öffnen hier. Oh, was haben wir denn da? Zael und Valere lernen Kampfskill, helfendes Licht. Oh. Also eine neue Kombo haben wir jetzt gelernt. Da haben wir nochmal eine Kiste. Klammerdorn gefunden. Normale Angriffe heilen im Ausmaß von 15% des verursachten Schadens. Das ist natürlich nice. Immer so ein bisschen kleine Gegenheilung dann. Scheiße. Ach ey, jetzt kommen hier aber ordentliche Stachelregen rein. Abgeblockt. Okay, die kann ich auch. Perfekt. Der Apparat ist kaputt. Wir können die Brücke nicht aktivieren. Hier links scheint es offenbar einen anderen Weg zu geben. Ist ein Versuch wert.
Sei hier ist eine Lagerfeuerstelle. Wir sollten ein wenig rasten und uns heilen, solange wir können. Ah. Ausruhen, ja. Okay, ich kann nur ausruhen, ich kann noch nicht kochen. Valere? Klingt groß, bereit machen. Oh. Let's go, Freunde. Den habe ich schon gut erwischt, moin Lex. Digga, was haut der denn jetzt hier für Dinger raus? Muss ich erstmal voll heilen. Oh je. Hauen wir uns erstmal ein Tomatensandwich rein. Ach du Scheiße. Ja gut, da hätte ich eh nicht viel machen können, ne? Säurekäferbomben.
So, jetzt sind wir erstmal wieder gut bei Leben. Easy. Let's go. Unser erstes großes... Haha, geschafft. Offenbar gibt es dort drüben einen Ausweg. Der Berg sollte nicht mehr weit sein. Kann ich hier nicht lang? Oh doch. Und hier gibt es Kisten. 60 Gold. Abenteurerweste nochmal gefunden. Moin, Tronic. Alles fit bei euch soweit, Chat? Vier. Langsam bewegt sich was. Ich bin gespannt, was die zwei drauf haben. Gespannt und voller Ungeduld. Wir warten mal ab. Drei, du weißt, was zu tun ist. Hey, sucht ihr etwas Bestimmtes? Mondforelle. Easy going. Sollen wir mal schwimmen hier, gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, hier oben haben wir 5-mal Milchprodukt gefunden. Okay, sehr gut. Ich
glaube, die Fischfilets, die ich habe, die sollten dicke reichen. Zack. Ah, lol. So. Zack. Ich will mal einmal testen, was passiert, wenn ich den Teich leer mache. Oh, das war zu früh. Den habe ich, glaube ich, ein bisschen zu weit geworfen. Nein! Zack. So, einen haben wir noch. Na, komm ran. Haben wir hier hinten noch was? Nee, ne? Okay. Wir haben das Ding leer. Mal gucken, wie viel gibt denn hier so einen Fischfilet? Eins. Ja, dann habe ich gut Stuff zum Kochen auf jeden Fall. So. Was ist das hier? Sonnenwendschrein. Verschlossen. Okay, kann ich anscheinend noch nicht öffnen. Dann geht's erstmal weiter. Gebirgspfad. Na bitte, wir haben den Gebirgspfad erreicht. So weit, so gut. Der Älteste des Nebels lebt hier, also irgendwo, hm? Ah, jetzt bin ich genau da, wo ich vorher war. Ich hoffe wirklich, dass wir danach wieder nach Mooncradle zurückkehren können. Was, wenn wir gleich in die Welt hinausgeschickt werden? Ja, ich weiß nicht. Ich wünschte bloß, Gal wäre hier. Ein wenig Himmelsweidenmarmelade wäre zu diesem schrecklichen Brot wirklich fein. Ein Traum. Himmelsweidenmarmelade. Ich habe ein wenig davon hier, Leute. Ich habe sogar Pilze gefunden. Ich werde eine köstliche Suppe kochen. Oh, und ich habe auch einige Kräuter in der verbotenen Höhle gefunden. Die sind perfekt. Gal? Was? Ihr dachtet doch nicht, dass ich euch einfach so ohne mich auf ein Abenteuer ziehen lasse, oder? Gal! Haha, so schön euch zwei wieder mal zu sehen. Du siehst sowas von stark aus. Hey, wieso bist du bei unserer Abreise nicht da gewesen? Machst du Witze? Es gab keinerlei Ankündigung. Als ich hörte, dass sich alle versammeln,
ging ich meine Sachen packen, aber da wart ihr schon weg. Ich freue mich so auf die Reise. Ich weiß alles übers Überleben in der Wildnis. Fischen, sammeln, kochen und... Was ist denn? Du kannst nicht mit uns kommen. Wir wollten uns nur verabschieden. Wir sind im Dienst und es ist ziemlich gefährlich. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben doch immer davon gesprochen, nach eurer Ausbildung zusammen wegzugehen. Außerdem habe ich all die Jahre in der Höhle trainiert. Ich bin bereit. Nun, ich habe vielleicht keine Spezialkräfte, so wie ihr, aber ich bin stark und habe mich vorbereitet. Das hier ist mein Schild. Ich bin ein Abwehrkämpfer. Nein, ein Kriegerkoch. Ach ja? Allerdings, und ich habe auch viel gelesen. Naja, die meisten Monster, gegen die ihr kämpfen werdet, sind gar keine Fleshmancer-Schergen. Also kann jeder sie bekämpfen. Bist du dir ganz sicher? Absolut. Ihr habt noch keine gesehen, oder? Nein, aber... Ich weiß schon, wann ich mich zurückziehe. Keine Sorge. Abgesehen davon könnt ihr die Welt noch nicht bloß mit ein paar Sandwiches bereisen. Wo denkt ihr hin? Das ist... Tja. Seht ihr? Ihr braucht mich. Ihr tut eure Pflicht als Krieger der Sonnenwende und ich zaubere euch ein Essen auf den Tisch. Geil. Abgemacht. Okay, abgemacht. Oh, ich bin so glücklich. Wow, das ist echt großartig. Also gut, ich heize mal den Kessel vor. Wir haben so viel aufzuholen. Er ist einfach ein fucking Kriegerkoch von der Klasse. Das ist jetzt schon mein Lieblingscharakter. Wenn wir diesen Ältesten des Nebels getroffen haben, können wir Magie nutzen, ohne sie einzusetzen, und werden ihn in die Welt hinausgeschickt. Mehr hat man uns nicht gesagt. Den Rest müssen wir wohl als Teil der Ausbildung selbst herausfinden. Unser erster Auftrag ist, rechtzeitig zur nächsten Sonnenfinsternis die Gespensterinsel zu erreichen. Wow, das ist eine Menge. Eure Kräfte klingen aber sowas von cool. Kann's kaum erwarten, sie in Aktion zu sehen. Und was ist mit dir, Gal? Oh, es war ziemlich ereignislos, um ehrlich zu sein. Ich habe jene Fähigkeiten trainiert, die ich für nützlich hielt. Jeden Tag habe ich gehofft, euch zu sehen. Ich bin sehr froh, dass mir niemand gesagt hat, es würde 10 Jahre dauern. Ja, wir haben dich auch vermisst. Es ist nicht fair, dass wir zusammen sein konnten, während du ganz allein warst. Nun, jetzt sind wir alle zusammen, also kümmert es mich nicht mehr. Und ich kann es kaum erwarten, die Welt zu erkunden. Ich will alles kosten. Hey, diese Suppe ist übrigens der Hammer. Nicht wahr? Mhm. Also wie viel Essen hast du dabei? Genug für ein paar Mahlzeiten. Besser, man hat wenig im Gepäck und sucht sich die Zutaten einfach unterwegs. Und wer weiß, was man findet. Gehört alles zum Abenteuer dazu. Wieso probierst du es nicht aus, Zale? Siehst du den Busch dort drüben? Voller saftiger Beeren. Du musst sie bloß noch pflücken. Perfekt, jetzt werden wir aus den von dir gepflückten Beeren Marmelade machen. Interagiere einfach mit dem Lagerfeuer, um mit dem Kochen zu beginnen. Beerenmarmelade. Siehst du, du bist ein Naturtalent. Wir können die Marmelade später essen, wenn wir Heilung brauchen. Danke für deine Tipps, Gal. Die werden bestimmt irgendwann mal nützlich sein. Keine Ursache. Hey, ich könnte etwas Schlaf gebrauchen. Ich auch. Über uns gibt es nichts als Sterne. Ich liebe dieses Leben jetzt schon. Gal, ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich auch, Leute. Gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Also, dann, gute Nacht. Guten Morgen. Alle bereit? Ich will unbedingt herausfinden, wie dieser Älteste des Nebels aussieht. Sollte gleich da oben sein. Gehen wir weiter. Gal ist voll am Grinsen, obwohl er ein Auge verloren hat. Ja, ist ja mittlerweile 10 Jahre her.
Wie lange soll er denn deswegen trauern? Also ich glaube, 10 Jahre reichen, um damit abzuschließen. Shit. Barkus gefunden. Oh, ich wollte noch was schauen. Hier haben wir eine Leiter, die wir runterhauen können. Oh, da gibt's auch Weizen und alles. Ah, hier ist ein Geheimweg. Einfache Rüstung gefunden. Also ich finde das Spiel bis jetzt richtig geil, Chat. Wie sieht's bei euch aus? Shit. Ich hab's verpasst. 32 Damage. Das ist so geil, wie der in der Tasche immer kramt. Boah, 3 Schwerter. Wie soll ich das denn schaffen? Nein! Boah, bei dem muss ich auf jeden Fall die MP erhöhen, also... Das Ernähren macht ja richtig, richtig viel Leben. Noch schöne Paprikas gefunden hier. Nam, nam, nam. Samuel, moin. Gibt's das auf Instant Gaming? Müsstest du mal schauen. Thank you.
Game ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Zack. Digga, holy shit. Oh, da ist ein Händler. Boah, sieht das lecker aus. Was Bestimmtes. Wir tun uns einmal ausruhen, damit wir wieder voll sind. Warum schon so früh am Stream? Samuel, habe ich doch die ganze Zeit schon angekündigt, dass ich heute so früh anfange. Okay, ich muss da einfach nur früh genug loslassen. Ich wollte mal gucken, ob der sich irgendwie noch ändert. So, wenn ich das perfekt mache, schaffe ich die Runde, ohne dass sie mich irgendwie attacken. Bam. Easy going. Der G hat's geschafft. Rezept Fischsuppe erhalten. Oh, wir müssen hier alles durchsuchen, immer schön. Thank you.
Und Level up. Bam. Let's go. Machen Lebenspunkte. Okay, bei dem machen wir auf jeden Fall MP hoch auch. Rexexe, moin. Ach du Scheiße, das wird eine dicke Truppe. Holy moly. Shit. Rammen. Gut geblockt. Nein, ich habe den nur einmal gehittet bekommen. Na ja, klar, dass der Sail wegrammt hier, ey. Der Rammler. Ich versuche mit einem Double Hit wegzuklatschen. Ja, habe ich natürlich nicht hingekriegt, ey. Boah, was? Über 1000 XP brauche ich jetzt schon. Nee, Skull and Bones habe ich noch nicht angeschaut, aber mir reichen auch die ganzen Videos, die ich zu dem Spiel schon gesehen habe, um zu beurteilen, dass das Spiel halt einfach nur Kacke ist. Also ich verspüre auch nicht das Interesse, mir das Spiel anzuschauen. Solange es SOT gibt und die nicht mal ansatzweise an das Konzept von SOT rankommen, sehe ich keinen Sinn, da drinne Zeit in Skull and Bones zu investieren. Hier scheint gar nichts zu sein, ne? Natürlich ein bisschen schade. Stray Ray, ich bin jetzt gerade in dem Game hier drin. Ich will mich jetzt auch gerade gar nicht irgendwie über SOT oder so unterhalten. Das ist mir eigentlich völlig Latte gerade. Im Moment interessiert mich eigentlich das Game hier mehr. Boah, hoffentlich verkacke ich es nicht. Ich hab's verkackt.
Ach Mann, das macht mich traurig. Den haben wir erledigt. Nein! Jetzt habe ich den Falschen geheilt. Warum geht das überhaupt, wenn er voll ist? Warte mal, ist das hier nicht eine Abkürzung wieder nach unten? Ja. Dann gehen wir schnell ans Lagerfeuer. Lieber komplett voll sein, weil ich glaube, da kommt gleich ein dicker Bossfight. Also das ist auf jeden Fall kein Game, wo man einfach hingehen kann, die ganze Zeit Monster kloppt und ins Unendliche hochgrindet, ne? Also zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert es zumindest nicht. Das sieht so aus, als wenn es da oben weitergeht. Gehen jetzt mal hier runter. Was könnte das sein? Okay, da komme ich auch noch nicht rein. Dann muss ich mal hier rüber gehen. Gucken, ob es da noch was gibt. Wir wollen ja nichts auslassen. Ne, hier scheint es nichts zu geben. Ho, 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 ho. Ho? Zwei Kinder bei der Sonnenwende sind wegen ihres Initiationsrituals hier. Doch einer von euch gehört nicht hierher. Ist er tapfer oder töricht? Ho, finden wir es heraus. Willkommen, junge Abenteurer, an diesem heiligen Teich. Freut mich, Sie kennenzulernen, Ältester des Nebels. Ich bin Gal. Oho, was für ein geselliger Kerl du bist. Enthusiasmus ist an diesem Ort der Meditation freilich willkommen, doch seine Rituale sind nichts für gewöhnliche Leute. Kinder der Sonnenwende, tretet vor. Ho. Ho, ho, ho. Ihr scheint wahrlich großes Potenzial zu haben. Habt ihr euren Willen in himmlische Stoffe gewebt? Haben wir, Ältester des Nebels. Dann tretet näher und tränkt sie mit der Magie des heiligen Teichs. Ho, welch enorme Aura! Tragt sie mit voller Überzeugung, denn sie wird eure innere Magie verstärken. Fortan sollt ihr an dunkelsten Orten Licht finden und gegen die Schergen des Flashmancers geschützt sein. Ich fühle keine Veränderung. Ja, ich auch nicht. Ho, seid versichert, dass die Fähigkeit, Magie zu nutzen, ohne sie einzusetzen, bereits in euch sprießt. Was soll das überhaupt heißen? Und wie funktioniert das? Die Fähigkeit tritt bei Bedarf zum Vorschein. In den vielen Schlachten, die euch bevorstehen, bedarf es für den Sieg oft mächtiger Magie, die man nicht allein durch Zauber beschwören kann. Deshalb ist die Abstimmung mit dem Lebensmana äußerst wichtig. Lebensmana? Ho, damit könnt ihr eure Angriffe mit der Magie versehen, die ihr von Geburt an in euch tragt.
Und angesichts eurer Aura sollte sich eure Kraft selbst auf eure Reisegefährten auswirken können. Ihr seid bereit. Das Lebensmana wird sich bei eurem nächsten Gefecht zeigen. Seid ihr bereit für die letzte Prüfung? Ältester des Nebels, ich möchte Sie gerne begleiten. Ho, die Prüfung des Ältesten des Nebels wurden bislang ausschließlich von zukünftigen Kriegern der Sonnenwende bestritten. Aber ich möchte Sie begleiten, bitte. Interessant, noch nie hat ein Mitglied des einfachen Volks dies begehrt. Ein wirklich sonderbarer Kerl. Zweifellos kein großer Krieger, doch die Wärme seines Herzens könnte er ihn zurückbringen. Vielleicht sollten wir es herausfinden. Ich werde es erlauben. Spitze, danke, Ältester des Nebels. Sieh es als eine Art Eignungstest, um ein Gefährte der Krieger der Sonnenwende zu werden. Das werde ich. Wir sind bereit. Dann schließt eure Augen und atmet tief durch. Motzkowski, dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Moko-Fan und Beck-Doofy, moin. Willkommen zu den Prüfungen des Ältesten des Nebels. Um diese letzte Prüfung zu bestehen, müsst ihr drei große Relikte zusammenbringen, indem ihr die jeweiligen Herausforderungen meistert. Die Monster, die versuchen werden, euch aufzuhalten, sind immun gegen physische Angriffe. Außerdem dürft ihr keine offensiven Zauber einsetzen. Was? Wie dann? Hoh, deshalb müsst ihr Magie nutzen, ohne sie einzusetzen. Lebensmana kann eure Kampfinteraktion durch einen Teil eures Magieangriffs verstärken. Nehmt diese Macht an und eure Ausbildung ist abgeschlossen. Wow, das muss ich versuchen. Die Prüfung wartet, wenn ihr zurückkehren möchtet, schließt die Augen und konzentriert euch auf den Ort, an dem ihr eben erschienen seid. Viel Glück! Dieser Angriff war wirkungslos. Ein Zauber wäre hilfreich, aber das ist hier ja nicht erlaubt. Schätze, wir müssen wohl Magie nutzen, ohne sie einzusetzen. Aber wie? Hey, vorhin sind beim Angriff kleine Sphären aufgetaucht. Vielleicht ist das Lebensmana. Könnte sein, ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Ja, ich spüre es auch. Lass mich was probieren. Wow! Es funktioniert, wie fühlt es sich an? Wie macht? Meine Angriffe sollten jetzt Magieschaden verursachen. Ah! Das war toll, jetzt bin ich dran. Verstärken freigeschaltet. Normale Angriffe generieren jetzt Lebensmana. Halte RT gedrückt und drücke A, um eine Ladung freizusetzen und einen Angriff zu verstärken. Bis zu 3 Verstärkungsladungen sind stapelbar. Mit jeder Verstärkung wird die nächste Aktion deines Charakters mit einem weiteren Anteil an Magieangriff ausgestattet und verbessert. Der innere Magieschaden, falls vorhanden, wird bei normalen Angriffen zusätzlich zur Schadensart der Waffe ergänzt. Egal, ob ihr ein kompliziertes Schlossmuster lösen müsst, eure nächsten Heilungszauber wirklich dringend braucht oder einfach nur mehr Schaden verursachen wollt. Verstärkt. Glänzende Perle gefunden, okay. Oh. Ey, wir sind seit 2 Stunden gleich schon im Game, Leute. Und ich glaube, wir haben jetzt gleich gerade mal das Tutorial abgeschlossen, ne?
Okay, das erste Relikt haben wir. Und ausruhen. Direkt wieder schön voll machen, wenn wir schon am Lagerfeuer sind. Was haben wir hier? Um dieses Artefakt zu bekommen, müsst ihr 3 Fragen korrekt beantworten. Mal sehen, wie gut ihr gelernt habt. Welche dieser beiden Aktionen regeneriert MP? Angreifen. Welche Schule habt ihr besucht? Pilz allerlei gefunden. Eine wichtige Pflicht eines Kriegers der Sonnenwende besteht darin, Eremiten zu vernichten, die während welcher Naturphänomene verwundbar werden. Sonnenfinsternis. Einfache Rüstung wieder. Sehr geil. Okay, seine Angriffe können auch verstärkt werden. So, zack, zack. Sehr gut.
Na, wir tun nochmal ausruhen. Das sieht mir aus, als wenn wir gleich gegen so einen Golem oder so kämpfen. Das ist unsere letzte Vorbereitungschance. Bereit? Ja. Hohoho. Die jungen Abenteurer haben die Vorbereitung abgeschlossen. Hä? Ich sehe, ihr versteht die Macht des Lebensmanas. Aber könnt ihr sie meistern? Mal sehen. Nun dürft ihr wieder Zauber nutzen. Seht her, Kinder der Sonnenwende. Bro, Alter, der ist aber sehr stark, der Kollege, ne?
Okay, die sollen erstmal alle geheilt werden. Mist. Den heile ich erstmal hoch wieder. Gut, der musste sich jetzt selber heilen. Boah, jetzt machen wir den. Das müsste gut Damage raushauen. Digga, was für eine geisteskranke Kombo. Wie beeindruckend. Ho, euch erwartet eine prächtige Zukunft. Zayl und Valere, ihr seid nun Krieger der Sonnenwende. Ich wusste es, ihr seid spitze. Ha, na bitte. Geschafft. Genius, moin. Während eurer Prüfung habe ich den Nebel der Zeit befragt. Trefft mich am Heiligen Teich, wenn ihr diesen Ort verlassen wollt. Dort werde ich euch von euren jeweiligen Prophezeiungen erzählen. Dann werde ich euch in die Welt hinausschicken. Ho, lasst euch nicht zu viel Zeit. Wir tun erstmal ausruhen. Ja, okay, da schickt er mich jetzt wieder hier hin. Okay, belohnungstechnisch scheint es hier nichts zu geben. Guten Morgen, die Zeit ist gekommen, eure Reise beginnt.
Morgen? Aber es ist mitten in der Nacht. Ach ja, ich schätze, darum sollten sich deine Freunde kümmern. Kümmern? Worum? Bringt uns die Dämmerung. Das können wir? Ho, dazu müsst ihr lediglich auf einer Himmelsrune stehen. Und dann was? Etwas in eurem Inneren weiß es bereits. Gleich dort drüben. Konzentriert euch und bringt uns die Dämmerung. Benutze RT und LT, um die Tageszeit zu ändern, während du auf der Himmelsrune stehst. Wie hast du das gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Hohoho. Dieser Teil ist immer leichter, wenn man ihn einfach ausprobiert. Nun unterwegs werdet ihr mitunter Mechanismen und Siegel finden, die von magischen Runen angetrieben werden, die wiederum auf die Tageszeit reagieren. Sie wurden von den Kriegern der Sonnenwende vor euch hinterlassen. Manche enthalten Artefakte, die zukünftigen Ordensmitgliedern wie euch helfen sollen, während andere dazu dienen, mächtiges Unheil im Zaum zu halten. Ob ihr diese Artefakte und Herausforderungen sucht oder annehmt, obliegt allein eurer Entscheidung. Nun kann eure Reise beginnen. Kommt zu mir auf die andere Seite der Schlucht. Wie kommen wir da hinüber? Natürlich, indem ihr eure Kräfte benutzt. Ich erwarte euch auf der anderen Seite. Als Abschiedsgeschenk werde ich euch sagen, was ich im Nebel der Zeit gesehen habe. Nutze den Kristall, um die kleinen Runen weiter oben aufzuladen und finde heraus, was passiert. Erstmal will ich gucken, ob es hier noch irgendwie Belohnungen gibt, ne? Moin, Lucy. Alles gut? Geil. Sehr, sehr geil. Ho, seid ihr bereit, in die Welt hinausgeschickt zu werden? Ja. Dann wollen wir euch mal verabschieden, aber zuerst wären da noch eure Prophezeiungen. Ich werde sie euch direkt in den Verstand flüstern, da sie euch alleine gehören. Zael tritt vor. Um dein vollständiges Potenzial zu entfesseln, musst du erst die Nacht in deinem Inneren konfrontieren. Danke, Ältester des Nebels. Valere, komm näher. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du Wege auf dem Wasser erschaffen. Verstanden. Gal. Ich bekomme auch eine. Super. Du darfst während dieser Reise nicht deine Grenzen vergessen. Alles klar, Ältester des Nebels. Gal, das ist kein Gespräch. Oh, tut mir leid. Fahr fort. Die Nebel sind in deinem Fall nicht eindeutig, doch dein Herz könnte warm genug sein, eine lange gequälte Seele zu retten. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ihr habt nun alles gelernt, was ich euch beibringen konnte. Ich schicke euch zur Schläferinsel, wo euer Schicksal euch zu einer abenteuerlustigen Mannschaft führen wird. Freundet euch mit ihnen an, dann werden sie euch helfen, rechtzeitig zur nächsten Sonnenfinsternis die Gespensterinsel zu erreichen. Gebt dem Riesen den Namen Xetol, damit er aktiviert wird und euch zur Schläferinsel schickt. Um hierher zurückzukehren, geht einfach zu Xetol und sprecht den folgenden Namen aus. Xetol, cool! Nun, ich schätze, wir werden uns eine Weile nicht sehen. Ho! Und so kam es,
dass Sail und Valere mit ihrem Freund, dem Kriegerkoch, im Schlepptau ihre Reise antraten. Beim Vorhaben, rechtzeitig zur Sonnenfinsternis zur Wächterinsel zu gelangen, würden sie es schon bald mit zwei mächtigen Zauberern zu tun bekommen. Einer von Zorn geplagt, der andere des Lebens beraubt. Einfach Kriegerkoch. Ist deine Klasse, Lex. Finde ich saugeil. Okay, wir sind jetzt da, wo ich in der Demo angefangen habe. Unglaublich, das war irre. Der Älteste des Nebels hat nicht zu viel versprochen. Was für eine Reise. Wer hätte gedacht, dass die Welt so groß ist? Also, was jetzt? Ich schätze, wir sollten ein Boot suchen. Bergab also. Von hier aus gibt es sowieso nur einen Weg. So, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Ich bin sofort wieder da. So, schön frische Luft hier in die Bude lassen. Odins Ronja, moin moin. Alles gut? So, jetzt geht's weiter geschehen hier. Sonnenwenden-Magiering. Was macht der? Oh. Gruppenmitglieder erhalten ein MP zurück. Das gebe ich ihm. Kann ich gar nicht. Noch müde? Oh. Ja, ja, das ist das, wo man im in der Demo angefangen hat, hier der Abschnitt. Gold. Schade. Kevin ist nicht fertig. Kannst du ihn mal fragen, wie lange er da noch braucht? Weil wir wollten ja eigentlich jetzt regelmäßig raushauen. Regenbogenschnecke gefunden. Könnte einen Sammler interessieren. Okay. MCK, moin. Ja, aber voll. Ich bin voll in der Sucht drinne. Aber ich habe ja auch die ganze Zeit gesagt, ich habe mich sehr auf das Game gefreut. Oh, jetzt kommt der Portal-Dude. Den will ich in meiner Gruppe haben. Mit dem werde ich so spielen, wenn der drin ist. Moorlande. Das war aber auch nicht in der Demo alles drin, ne? Da haben die viel ausgelassen. Krass. Oh, resistent.
Mhm. Aha. Pilze. Geil. Oh. Schade. Sehr schön. Auch wieder gut erledigt. Die Dudes. Ah, was haben wir hier? Die Rune wurde im Laufe der Zeit unleserlich. Perfekt. Oh, oh, oh. Ah. Der muss erstmal heilen. Boah.